wiederbekommen. Wie alle anderen auch. Sie werden dafür kämpfen. Michael Opoczynski sagt richtig. Richtig so, ja. Man muss nicht nachlassen. Ja. Wo ist denn das Geld überhaupt? Wenn es doch irgendwo weg ist, dann muss es doch woanders sein. Sicherlich. Also der ganze isländische Staat und seine drei Banken sind ja alle miteinander pleite. Die haben sich ja fürchterlich verzockt. Mhm. Und das Geld fließt natürlich dahin, wo deren Gläubiger sind, Staatsbank und dergleichen mehr. Also der ganze isländische Staat, das sind ja, glaube ich, nur 300.000 Menschen. Der ganze Staat ist ja desolat und ich nehme an, da werden demnächst die Köpfe rollen. Aber davon haben Sie nichts. Ich finde einfach, dass Sie richtig tapfer waren. Mutig waren Sie. Danke. Frau Otte, wie viel Geld haben Sie verloren? Ich habe 10.000 Euro verloren. 10.000 Euro. Sie haben das Geld angelegt gehabt. Wofür hatten Sie das Geld beiseite gelegt? Ja, das habe ich zur Seite gelegt, um für meine Beerdigung vorzusorgen, weil ich 70 Jahre alt bin und für 5 Jahre sollte das angelegt werden. Und das war für mich ein überschaubarer Zeitraum und für eventuelle ärztliche Zusatzleistungen. Weil nicht alles bezahlt wird. Außerdem habe ich einige schwere Operationen hinter mir und dadurch war das Geld dafür vorgesehen. Und das ist keine künstliche Zuspitzung, sondern es ist wirklich so, für den Fall, dass Ihnen was passiert, dass Sie sterben, hatten Sie, damit Sie anderen in dem Fall nicht auf der Tasche liegen, ja, das genau, Geld für Ihre Beerdigung beiseite legt. Sie sind ehemalige Verwaltungsangestellte beim Finanzamt. Ich will mal sagen, pekuniär vorgebildet oder zumindest ein bisschen erfahren im Umgang mit Zahlen. Dann gehen Sie also zu Ihrer Bank, das ist die Citibank gewesen. Was hat man Ihnen da empfohlen? Ja, ich wollte, wie gesagt, Festgeld anlegen und dann haben sie gefragt, wie viel und so weiter und so fort und haben gesagt, ich kann Ihnen was Gutes empfehlen. Und dann haben sie geredet und haben mir eben diese Anlage verkauft. Lehman Brothers. Ja, Lehman Brothers war für mich kein Begriff, dieses Wort. Zertifikate habe ich vorher auch noch nicht gehört. Zertifikate. Ja, das habe ich vorher noch nicht gehört. Ich habe noch nie Geld gehabt, groß um was anzulegen. Deswegen ist das für mich alles unbekannt gewesen. Ja. Und Sie sind aber vom Typ her jetzt nicht so eine Zockerin, die sagt, komm, gib her die zusätzlichen Prozente. Das Wort finde ich nur schon ganz schön hart, ja. Aber wie gesagt, eine Zockerin auf keinen Fall. Ich habe noch nie Schulden gemacht, mein Konto noch nicht überzogen, nichts. Ja. Also ich bin da eine ganz brave drin. Ja. Also dann werde ich ja nicht so ein Risiko eingehen. Und das schon nicht in meinem Alter als Rentnerin. Ja. Nur hat die Citibank Ihnen in der Zwischenzeit ja auch geschrieben? Ja. Ja. Haben die sich mal entschuldigt oder so? Nein, sie haben mir nur mitgeteilt, dass mein Konto jetzt auf, oder die Anlage auf Null steht, bewertet ist. Ne? Na super. Und mehr nicht. Und haben auch nicht gesagt, wir kümmern uns um Sie und warten Sie mal ab, vielleicht geht da noch was? Absolut gar nicht. Jetzt sind Sie im, sagen wir, leicht fortgeschrittenen Alter, vermutlich haben Sie auch das nicht vorher gedacht, noch mal zur Revoluzzerin geworden, zur Demonstrantin. Na, das in dieser Woche, in dieser Woche haben Sie mit einigen anderen Geschädigten vor der Citibank demonstriert. Wie haben Sie sich dabei gefühlt? Naja, wir kämpfen um das. Das bin ich ja nicht nur alleine, das sind ja viele andere Betroffene auch. Und meistens sind es ja Kleinanleger und es sind sehr, sehr viele Rentner. Und Rentner als Zocker zu bezeichnen, das ist auch nicht das Richtige. Denen das zu unterstellen, ja. Weil die ja davon gar keine Ahnung haben, im Grunde genommen, oder wenig Ahnung haben von diesen ganzen Anlagen. Was sagt denn der Bankberater, der Ihnen damals gesagt hat, ich habe da was ganz Tolles für Sie, nämlich diese Lehman-Zertifikate? Was soll der dazu sagen jetzt? Also bestätigt er das wenigstens, dass er Sie falsch beraten hat, oder sagt er jetzt, er kann sich ja nichts erinnern? Den Bankberater habe ich seit der Zeit nicht mehr gesehen und nicht mehr gehört. Der war also nicht mehr auffindbar für mich jetzt. Es waren zwar andere mal da, die sich aber auch nicht an mich erinnern können. Denn Wie das dann so geht. Am Ende will es keiner gewesen sein. Darf ich mal was sagen? Hunderttausende von Menschen sind betroffen, bitte. Darf ich mal was sagen? Sie, Herr Kerner, und Sie, Frau Otto, reden beide von Bankberatern. Darf ich Ihnen mal einen Tipp geben? Reden Sie von Verkäufern. Das sind keine Berater, die wollen verkaufen. Und reden Sie auch nicht von Bankgebühren, die haben Kosten. Und das muss man wissen. Das sind Verkäufer. Ja, die beraten nicht. Das hat man aber jetzt erst festgestellt, dass es Verkäufer sind. Vorher war es nämlich noch Berater. Das Vertrauen ist erschüttert, das ist ganz klar und das geht ganz vielen so. Herr Opoczynski, glauben Sie, dass unsere Regierung richtig handelt, dass Sie erstmal mit einer gewissen Zurückhaltung, aber dann doch auch mit klaren Entscheidungen zu Werke gegangen sind in der Großen Koalition? Sie meinen mit Kaufanreizen und Kaufgutscheinen das Thema? Ja, gut, das ist das eine Thema, das ist aber ja hier strittig. Entschädigung von Sparern. Also es gibt ja ein Versprechen der Bundeskanzlerin und des Finanzministers, kein Sparer soll sein Vermögen verlieren. Und das Versprechen muss noch eingelöst werden. Wobei es hier gibt es Unterschiede. Mhm. Bei ihm greift der Einlagensicherungsfonds, also zumindest 20.800 sind gewährleistet. Der Rest mal sehen.